Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero. Herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Kommt James Storm nun doch zu NXT? Dean Ambrose kämpft mit Backstage Heat und drei Superstars suspendiert. Bei der SmackDown-Ausgabe in der letzten Woche wurde in einem kleinen Promo-Video bestätigt, dass Curt Hawkins definitiv zur WWE kommen wird. Das Ganze bei SmackDown, solange er sich nicht verletzt. Apropos Verletzung, bei NXT TakeOver Brooklyn 2 gab es ein bisschen Angst um Samoa Joe. Denn nach dem letzten Kinshasa von Shinsuke Nakamura hat er sich danach das Kinn festgehalten und der Referee hat auch außerhalb des Rings dann das X-Zeichen gezeigt. Das heißt, dass hier wohl eine ernsthafte Verletzung vorlag. Alle gingen vorerst von einem Kieferbruch aus, allerdings hat es sich jetzt doch nur herausgestellt, dass der Kiefer ausgerenkt war und dieser wurde dann Backstage wieder eingerenkt. Und jetzt wartet Samoa Joe noch auf In-Ring-Freigabe. James Storm hat ja im Großen und Ganzen den schlechtesten Weg gewählt, den man überhaupt machen kann, kam von TNA, ist dann zu NXT gegangen, hatte also die große Möglichkeit hier und hat sich dann doch dazu entschlossen, wieder zurück zu TNA zu gehen, um quasi nochmal einen letzten Versuch zu starten. Dieser ist aber jetzt fehlgeschlagen. TNA hat zwar mit Billy Corgan ein neues Mitglied im Management, aber scheinbar hat das dann doch nicht gereicht, um James Storm zum Bleiben anzuregen. Storm wurde jetzt erstmal aus den Shows geschrieben und hat bei seinem letzten Match vor dem anwesenden Publikum gesagt, dass er mit TNA definitiv fertig ist. Gründe sind hier Bullshit-Vertragsgeschichten, die ihm da auf jeden Fall nicht so gefallen haben. Mit dem letzten Match hat er auch alle seine Verpflichtungen dann erfüllt und er teaste dann gleichzeitig auch ein Comeback zu NXT an und meinte, dass er möglicherweise in naher Zukunft mit einem alten Freund teamen wird, was natürlich hier ein Bezug auf Bobby Roode ist, der ja jetzt in NXT ist und so könnte man natürlich das Beer Money Tag Team denn auch zu NXT bringen. Dean Ambrose kämpft momentan mit Backstage Heat, also hier die Frage, was hat er denn falsch gemacht? Und das Ganze bezieht sich hier auf den Stone Cold Podcast auf dem WWE Network, wo ja Dean Ambrose zu Gast war und da ein bisschen negativ im Generellen über alles mögliche Kreative gesprochen hat. Das heißt, wenn du negativ dem Creative Team eingestimmt bist, bist du quasi negativ Triple H und Vince McMahon eingestimmt, was dich natürlich schon mal in eine ziemlich schlechte Position bringt. Außerdem waren die WWE-Offiziellen auch sehr sauer darüber, dass er Brock Lesnar als faul bezeichnet hatte, weil es ja hier um dieses Match bei WrestleMania 32 ging, in dem Dean Ambrose ein Street Fight Match gegen Brock Lesnar hatte und dieser wohl keine Lust hatte, ein wirklich gutes Street Fight Match auf die Beine zu stellen, weshalb Ambrose sehr sauer war und das in diesem Podcast hier auch in die Öffentlichkeit getragen hatte. Ob und was das alles für Folgen haben wird, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Alberto Del Rio ist 30 Tage suspendiert, weil er durch die Wellness Policy gefallen ist. Paige ist 30 Tage suspendiert, weil sie durch die Wellness Policy gefallen ist. Eva Marie ist 30 Tage suspendiert, weil sie durch die Wellness Policy gefallen ist. Und dazu gibt es einiges. Zum einen ist bekannt, dass Eva Marie durch den Stoff Adderall durch die Wellness Policy gefallen ist. Und das ist ja genau das gleiche, was auch Roman Reigns eingenommen hat. Das Ganze soll motivierter und konzentrierter machen und auch die Müdigkeit verdrängen. Eva Marie hatte laut eigener Aussage ein ärztliches Attest für dieses Medikament, aber dieses hat sie zu spät der WWE zukommen lassen, weshalb die Suspendierung hier gültig wurde. Paige und Alberto Del Rio sind erst einen Tag später, nachdem das rauskam, suspendiert worden, weil Paige an dem 17. August noch ihren Geburtstag gefeiert hatte und so hat man die Suspendierung erst ab den 18. gemacht. Außerdem stand Paige ja noch vor TV-Kameras für die nächste Total Divas Staffel, was wohl höchstwahrscheinlich hier auch mit verbaut wird, also der ganze Geburtstag, die Suspendierung und so weiter. Bei Paige kommt ihr aber noch dazu, dass sie ja sowieso verletzt war, weil sie ja gerade Rücken- und Nackenprobleme hatte und deshalb wäre sie sowieso nicht in den TV-Shows gewesen. Bei Alberto Del Rio hingegen wird es richtig schwierig, denn ich habe euch ja auch schon hier erzählt, dass Alberto die Möglichkeit hat, im September aus seinem WWE-Vertrag zu kommen.
Und das ist ja nächsten Monat. Und generell war er ja sowieso schon in den letzten Monaten ziemlich unzufrieden mit seinem Status, weil der versprochene WWE-Titelrun ihm nicht gegeben wurde, weil er mit Paige auseinander gedraftet wurde und all so eine Geschichten. Und jetzt kommt das dazu. Das ist natürlich hier wieder neues Öl ins Feuer gießen, so dass die Möglichkeit besteht, dass Alberto Del Rio den nächsten Monat die WWE verlassen wird. Jetzt ist natürlich hier auch noch eine Besonderheit, dass gleich so viele Leute gleichzeitig suspendiert wurden. Und das liegt daran, dass nach dem ganzen Brock Lesnar Doping-Fall, das ja quasi ein ziemlich schlechtes Bild auf die WWE Wellness Policy geworfen hat, dass die WWE-Offiziellen danach entschieden haben, dass es jetzt viel häufiger überraschende Wellness Policy Kontrollen geben wird. Und genau durch diese sind die drei ja auch durchgefallen. Es wird auch erwartet, dass nach dem SummerSlam das Ganze jetzt weitergeht und wohl noch ein paar Leute suspendiert werden. Ja, dann war es das auf jeden Fall erstmal mit den WWE News für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es ist, dann gib mir noch wie immer einen Daumen nach oben und vergiss das Abonnieren nicht. Check auch noch die WWE News Ausgabe von gestern und am besten noch von morgen. Links sind in der Infobeschreibung oder auf meinem Kanal oder keine Ahnung. Ja, das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Check alle Links in der Infobeschreibung. Hau rein, bis zum nächsten Mal und ciao.